Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu Sonic the Lost World. Im letzten Part haben wir die Desert Marine Zone 1 komplett durchgespielt, also die 100% gemacht mit allen runden Ringen, und hier seit in die Desert Marine Zone 2 geht es weiter, dass wir die letzten roten Ringe sammeln. Und los geht's mit den Super Speed. Ich muss mich ein bisschen wieder eingewöhnen. Und ich hoffe, ich finde alles. Das ist eigentlich meine größte Sorge, was ich habe. Ich werde mich auch beeilen, dass ich so ein bisschen näher Ende komme. Da war der erste rote Ring schon. Wie man sehen konnte. Der komische Dicky. Fetty McFetfett. Ich frag mich echt, wo der letzte rote Ring war. Ich glaube, gesehen haben wir ihn schon. Da war der Nummer 2. Die Sprüche sind einfach zu göttlich. Ich habe wieder einen weiteren roten Ring gesehen. Hier ist keiner. Hier teilen sich die Wege. Es wird irgendwie so ein Wegding wahrscheinlich wieder sein. Da ist einer. Oh Mann, wie hat er es so weit geschafft? Am Ende stehe ich doof da. Ich meine, noch so. Fuck. Der war hier irgendwo. Das ist mies. Du bist ja nicht mal. Dass du da gar nicht hinkommen kannst. Also, das ist rein zufällig dann, dass du da hinkommst. Okay. Da muss ich nochmal nachgucken, wie das genau ist. Na komm, Fetty McFetfett. Eine auf den Kopf. Du mir auch nicht. Ist bei Weitem schon nicht mehr so schwer, wenn man das Ganze schon mal kennt. Was er macht. Und komm runter. Und K.O. Das ergibt keinen Nachtisch? Nee. Warum auch? Das heißt, es ist wirklich in den einen Zufall-Ding, wo du die mehrere Wege quasi als Option hast. Also da muss irgendwo dieser letzte rote Ring versteckt sein. Also durch das, dass das Level jetzt recht flott geht, weil es wirklich ein also sehr schnelles Level ist, wo man schnell reagieren muss, und ich aber die ersten 4 ja schon alle habe, können wir das Level nochmal machen. Ich hoffe, ich find's dann. Also ich würde mich wieder beeilen, dass ich schnell durchkomme. Hier ist der erste. Nummer 1. Es gibt ja 5 rote Ringe. Das ist Nummer 2. Ah, Mist. Es gibt 2, 4, 5. 5 rote Ringe gibt's. Ich glaube, er ist bald hier. Dann gibt's
Ausgabe Nummer 2. Es muss in den letzten Abschnitt quasi sein, wo du wirklich die mehreren Gang-Optionen hast. Da muss er irgendwo dazwischen drin sein. Und das finde ich echt schon echt voll mies, dass sie das machen so. Das dürfte jetzt Nummer 3 gewesen sein, was da gerade war. So. Nein, zu weit rüber gedreht, Mist. Mist, 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 Mist. Ich hoffe wirklich, dass wir den scheiß letzten roten Ring jetzt echt mal schnell finden. Ich geh mal da links lang. Noch einer. Oh man, wie hat er es geschafft? Am Ende stehe ich doof da. Ich meine, okay Leute, wir haben den letzten roten Ring einkassiert. Jetzt müssen wir nur noch schnell einen Fatty McFatfat weghauen. Was jetzt kein großes Problem darstellt. Und dann geht's auch schon los. So, erste Phase vorbei, du drehst links rum, alles klar, mach ruhig, Segel runter, dann kriegst du eine auf die Eimel. Du bekommst mir gar nicht, du. Ja, du mir auch nicht, du nervst mich bloß, ich will das Level hier beenden. Und du, ne, du störst mich dabei. So. Und du drehst rechts rum. Soll mir rechts sein. Und wahrscheinlich gleich nochmal rechts rum. Genau. Nein! Es darf nicht wahr sein. Es darf doch echt nicht wahr sein. Zweimal rumdrehen. Also es schützt zum Leben vor allem hier. Das ist super. Du bist ja nicht mal schnell. Oh doch, das bin ich sehr wohl, Fatty Mac Fat Fat. So. Ich hau dir nämlich eine voll auf die Räume. Und putz, eine auf die Räume. So, schnell runterdüsen. Rechts rum, okay. Mach ruhig. Wahrscheinlich gehe ich nochmal rechts rum. Soll mir rechts sein. Und komm runter. Und auf den Deckel. Und besiegt. Nein, das hatte ich dir doch schon mal erklärt. Und geschafft! Yay! Und Desert Ruine Zone 2 ist erledigt. Oh, gerade mal Hälfte des Parts um. Das ist super. Da haben wir fertig. Oh Gott, das war so doof. Ja, okay, müssen wir machen. Hilft ja nichts. Hilft sich ja alles nichts. Mit den doofen Wirbelsturm im Knack müssen wir jetzt uns auf die Suche begeben. Er sieht aus wie eine riesige Heidelbeere, saftig und grün. Aber ob mir die Stacheln im Hals stecken bleiben, wenn ich ihn runterschlucke? Und alle Türchen schön befreien. Und hier war der erste rote Ring. Gehen wir mal unten lang.
Mit ein paar Ringe. Klein und schnell, aber ich bin groß und langsam. Hey, warte. Hey, du machst dich über meine Figur lustig. Das ist gemein. Mann, die Sätze alleine. Bora. Voller Techno-Beat hier. Schön viele Ringe. Ich mag Ringe. Gibt mir so viel Leben. Und rüberbohren. Der Bee, das ist so krank. Das schlägt so auf die Nerven. So, da war ein roter Ring. Und rausgebohrt. So, jetzt dürfen wir eigentlich schon langsam an die Stellen kommen, die was ein bisschen kniffliger waren. Genau, jetzt war Nummer 3 da. Das heißt, ab jetzt Augen offen halten für uns, damit wir auch die roten Ringe einsammeln können. Und da hat uns der Wirbelsturm erwischt. Finde ich nicht nett. Finde ich gar nicht nett. Nee, also nee. Finde ich nicht nett. Ich habe dem Wirbelsturm gar nichts getan. Und er greift mich einfach so hinterrücksichtslos an. Finde ich nicht nett. Lass mich sterben. Ich will den roten Ring haben. Nochmal. Mach mal gerne. Jetzt wissen wir, wo der rote Ring ist. Aber es ist echt scheiße zu platzieren. Wenn du sobald so ein bisschen springst, siehst du deinen Charakter nicht mehr. Und dann musst du halt eine freie Schnauze deine Landung platzieren. Und das ist etwas doof, meiner Meinung nach. Gemacht worden. Nein, das hätte ich es doch geschafft, die ersten zwei zumindest. Ach Mann, da muss ich ein paar Sekunden warten. Und weiter. Und wutz, durch den Looping. Nach oben. So. Nein! Jetzt schaffe ich es wieder nicht. Das ist. Das Spiel macht mich fertig. Das wird mich noch einige Lebensjahre kosten. So. 14 Minuten nehmen wir auf. Das kriegen wir doch hin. Das sollten wir hinkriegen, dass wir hier in den Level alle roten Ringe einsacken. Oh, da. Oi, da. Das gibt's doch nicht. Nein! Nein! Das wollte ich doch gar nicht.
Ah, scheiß Gewohnheit. Sorry, Leute. Gleich nochmal. Muss man schnell hin. Können wir den nicht. Also, hier am Anfang könnte er ruhig mal schneller sein. Später wird er schneller, da wusste es eigentlich nicht brauchen. Voll mies. So. Schön Leben einkassieren. Ich bin groß und langsam. Hey, warte. Hey, du machst dich über meine Figur lustig. Das ist gemein. Ich sag dazu nichts. Bora. Boah, die kann man doch beschleunigen. Wie geil ist das denn, bitte? Voll geil. Ah, voll verfahren. Ah, voll verfahren. Alter, boah, dich raus hier. Schneller mal ein bisschen durchgebohrt hier. Sehr schön, so. Da seid gejuckt. Und weiter geht's. So. Jetzt sind wir wieder bei der Passage. Jetzt heißt es wieder aufpassen. Zack, zack, zack. Und schnell weiter, schnell weiter, schnell, 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 schneller. Gib Gas, Sonic! Nein, 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 nein! Nein! Das darf doch nicht wahr sein! Meine Fresse! Das darf doch echt nicht wahr sein! Da, 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 dass ich den Schmarrn nicht schaffe. Ich will den letztendlich hinter mir haben. Wir werden ins nächste Level. Ich bin ja auf den Keks hier. Alter, spring gescheit ab. Jetzt springt er wieder nicht. Ah! Heute kriege ich hier einen Anfall. Einen Anfall. Wir haben doch nur noch ein paar Minütchen. Muss ich wieder überziehen? Mist. Ja, egal. Da-da-da. So. Hier. Hier. Perfekt. Erster Abschnitt. Sehr gut gemacht. Der Rest wieder scheiße. Das darf doch echt nicht wahr sein, liebe Leute. Das darf doch echt nicht wahr sein. So, eine Runde geht noch. Eine ist noch drinnen. Jetzt muss ich mich konzentrieren. Also ich auch keinen Scheiß baue. Damit wir den endlich einkassieren können und dann das Level endlich beenden können, weil ich hab da echt keine Nerven mehr für die scheiß Wirbelstimme Level. Alter, springt mal gescheit ab da. Nein! Jetzt hat mich der Wirbelsturm ein Stück zurückgezogen. Es ist doch zum Scheiße schreien, ganz ehrlich. Jetzt war ich so gut. So gut war ich. Alter, das darf doch jetzt echt nicht wahr sein. Hey.
Nein! Nein! Leute, ich schaff's doch fast. Das gibt's doch nicht. Nein, ich tu nicht überspringen. Das war hier mit Absicht. Ich will ja den scheiß roten Ring da haben. Und dann fehlt uns bloß noch der letzte. Mann, hä. Außer das ist der letzte und wir haben den vorletzten verpasst. Das weiß man jetzt nicht, da munkelt man noch. Aber ich glaube, das ist der vorletzte. Das müsste sein, zumindest. So. So. Ja, ja. Ja, ja, Leute, ich hab ihn. So, jetzt muss ich noch sicher ins Ziel bringen. Ach Gott. Ach Gott. Nein. Ach du Heilige. Der ist ja voll mies. Mann. Jetzt habe ich doch den vorigen schon geschafft. So, jetzt ist wirklich der letzte Durchgang, weil sonst wird der Part wieder so übelst lang. Und das will ich jetzt auch wieder nicht. Und jetzt werde ich es wahrscheinlich alles schaffen und dann hat der Part wieder Überlänge, so richtig krasse. Ja, jetzt kriege ich das auf einmal voll gut hin. Jetzt muss ich bloß noch den anderen Schmarrn da schaffen. Ich glaube, das Spiel macht das mit Absicht. Es will, dass ich Überlänge mache. Nein. Es darf jetzt nicht wahr sein. Es darf jetzt nicht wahr sein. Sorry, Leute. Aber das war es jetzt für diesen Part. Wir sehen uns den Rest im nächsten Part an. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Und bis dahin noch viel Spaß und ciao, ciao.